Hallöchen Leute. Dem einen oder anderen Zuschauer wird das jetzt nichts sagen, was ich gleich auf den Tisch packe. Das ist nämlich etwas, das ist etwas älter, was die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Ein Sega Mega Drive 2. Ja, das ist eine Spielekonsole. Da muss man noch was reinstecken. Das ist keine Xbox, kein PlayStation oder sonst wie. Das ist noch gute alte analoge Technik. Oder halb analoge Technik, sagen wir es mal so. Hier steht 16-Bit. Dem Gruut kann ich jetzt nur sagen, auf die NES musst du wohl noch warten. Ich auch. Die war noch nicht aufzufinden. Dafür haben wir das Ding gefunden. Ich weiß nicht, ob das Ding funktioniert. Ich habe einen Netzstecker hier. Ich weiß nicht, ob das der originale Netzstecker ist. Hier steht was von Akkubull 5,3 Volt 140 mA. Charging Minimum 1,2 Amperestunden Nickel-Cadmium. Das scheint nicht der richtige Netzstecker dazu zu sein. Also den werde ich jetzt nicht reinstecken. Ich weiß nicht, ob mein Vater das gemacht hat. 5,3 Volt. Ich glaube, da hat er noch nicht ganz so viel mit hinüber gemacht. Also wenn er da jetzt ein 12 Volt oder was angesteckt hätte, wäre wohl von mehr passiert. Aber ja, wir haben die NES nicht gefunden. Gut, du kannst dich freuen. Eventuell nächstes Jahr kriege ich noch eine Wii. Eine Nintendo Wii. So, was habe ich noch zu dem Teil dazu? Leider. AC-Adapter Only. Ach du Kacke. AC auch noch. Leider habe ich nur zwei. Zwei Cartridges dafür. Hier steht jetzt Aerial Assault. Drinne steckt aber Animaniacs. Ist wieder mal typisch. Nicht das drin, was drauf ist. Hier steht Sonic the Hedgehog. Wie auch immer. Chaos. Da steht jetzt Sony. Der Hedgehog. Sonic, nicht Sony, Sonic. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Cartridge ist, die hier reingehört, oder ob das noch eine etwas andere ist, weiß ich nicht. Ja, aber so haben wir damals Spiele gekauft. Was von hinten ist noch. Ja, wenn es das Spiel ist, dann möchte ich das gern spielen. So, dazu habe ich bekommen. Noch, hat er noch, aber das ist echt schade. Ja, ein Controller mit abgeschnittenem Kabel. Mega Drive Controller Pad. Es ist auch alles sehr dreckig und eklig. Der hatte das, weiß ich nicht wo, irgendwo hingelegt. Dann habe ich dazu, das scheint aber nicht original zu sein. Und ich weiß auch nicht, das müsste sogar Super Nintendo sein, ja. So ein Controller. Megapad V1. Turbo links, rechts. Das scheint aber nichts Originales zu sein. Das müsste aber die NES Plus oder Super oder SNES oder was sein hier. Von dem Anschluss. Also, das wird schon mal nichts. Dann habe ich hier noch was, aber das wird auf LCD-Bildschirm nicht mehr hinhauen. Ja, das ist ein Controller. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Sega ist oder für den Atari oder für was anderes. Sehr dreckig. Und da sind so zwei Linsen drin. Das ist Infrarot-Gedönse mit einem TV. Die funktionieren, soweit ich jetzt nur weiß, mit dem
den CRT-TVs mit dem Dings LCD wird es glaube ich nicht hinhauen, weil der Kathodenstrahl hiervon auch mit abgetastet wird. Ich weiß das jetzt nicht so genau, also die Funktion davon, die wurde in irgendeinem Video wurde das erklärt, wie solche Dinger funktionieren, aber ich glaube mit LCD funktioniert das nicht mehr. Irgendwie mit Infrarot und ich weiß nicht, irgendwie funktionierte das. So, was aber jetzt natürlich saumäßig schade ist, ich habe nur einen von denen mit einem abgeschnittenen Kabel. Ich habe... Und der klappert auch noch. Toll. Ich habe kein Netzteil dazu. Ich weiß nicht, was da ist. Ich habe kein AV-Out-Kabel. Hier ist noch ein AV-Out drauf. Ich habe aber schon mal ein Pin-Out gesucht. Und eventuell kann ich da noch einen Mod machen, dass diese hier sogar einen HDMI-Ausgang hat. Eventuell. Ich will jetzt erstmal nur reingucken und schauen. Hier ist irgendwie eine Klappe. Ui, was ist das denn? Unter der Klappe verbirgt sich noch was. Ach, das ist noch ein... Noch ein... Irgendein Extender... Was weiß ich... Do not remove. Ich hab's aber removed. Ja, dann mache ich's wieder drauf. So, wie man schon sieht, hier ist noch eine Schraube drin. Die da nicht reingehört. Also das gehört da nicht rein. Ich hoffe, das ist jetzt... Ich hoffe, die ist jetzt auch nicht irgendwie für irgendwas. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Holzschraube, irgendwie so eine Spanplattenschraube, aber ist es nicht. Zum Glück nicht. Ach, ich habe ja noch vergessen, was ich noch zeigen. Das sind die Kontrolleanschlüsse. Control 1, Control 2. Das ist eben diese 9-Pin D-Sub-Anschluss, den es auch beim Atari gab, den es beim Amiga gibt, den es beim C64 gibt. Aber ich nehme sie mal weiter auseinander. Hier steht AC. AC-Adapter. Natürlich jetzt doof, weil ich kein AC habe. Ich habe nur DC. Beim AV-Out. Ja. Ich weiß nicht, ob sie ein S-Video hat. Ein Composite hat das Ding auf alle Fälle und ein RGB. So, mit Composite kann ich was anfangen, mit Capture-Karte, mit S-Video könnte ich auch noch was mit anfangen, aber mit RGB könnte ich so noch nichts anfangen. Aber wie gesagt, es könnte klappen, wenn ich jetzt noch die andere Schraube finde, die ist nämlich auch noch reingeknallt, die suche ich nachher gleich. Könnte klappen mit dem einen Mod, dass das Ding sogar einen HDMI-Ausgang hat. Und zwar ein sehr gutes HDMI-Ausgang. Das muss ich aber erstmal gucken. Ich habe da schon was in Vorbereitung. Achso, ich wollte gerade sagen. Naja, nicht in Vorbereitung, aber ich habe da schon was gesehen, dass man so aus RGB-Signalen ein HDMI machen kann. Da
Da gibt es ja auch solche Adapter, wie ich mal zeigte, diese. Habe ich gerade mal einen gerade hier griffbereit, der eine nicht hier. Wenn er sich gleich alles runterknallt. Und sorry für die Kamera. Hier ist ja der Komposit zu HDMI. Da gibt es auch welche mit Komponent. Das ist ja nicht RGB. Aber da gibt es, glaube ich, auch mit RGB. Beziehungsweise VGA. VGA ist ja ein analoges RGB-Signal. Oder CGA oder EGA oder irgendwie sowas. Da gibt es was für. Aber ich habe noch was anderes gesehen. Das werde ich aber irgendwann mal später machen. Weil das ist auch nicht nur für diese Sache hier, sondern auch nur für was anderes. Das muss ich aber noch genauer auskundschaften. So, jetzt haben wir hier ein RF-Shield. Wozu war die eine Schraube da? Kann ich nicht erkennen. Ja, so sehen die Dinger unten drunter aus. Noch ohne Lüfter, ohne Internet, ohne HDMI halt, ohne USB, ohne WLAN, ohne Bluetooth. Das sind noch Spielekonsolen, die haben damals wirklich noch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob die heutzutage noch Spaß machen. Ich habe solche neumodischen Dinger nicht. Keine PlayStation, keine Xbox und nix. Pinzette wäre natürlich einfacher. Aber bei der muss ich erstmal gucken. Sag mal. Aber erstmal gucken, ob das Ding irgendwelche Beschädigungen schon so hat, die man sehen kann. Oder ob man das eventuell auch mit DC betreiben kann. Irgendwie. Mal gucken, muss er dann von AC auf DC irgendwie umgewandelt werden mit Spannungsregler oder sowas, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen tricksen kann, dass ich da eventuell mal ein Bild rauskriege. Auch wenn es erstmal nur Komposit ist. Ob ich das jetzt in dem Video hier mache, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht mache ich das auch in einem zweiten Video mit. Wir schauen mal, ob das Ding hinhaut. Ich will das jetzt nicht einfach mal so reinstecken. Ich weiß nicht, was damit angestellt wurde. So. Das sieht doch schon mal nach Recapping aus. Naja gut, diese kleinen Mistdinger von Elgos, die werden ja noch nicht so kaputt sein. Naja. Ja, Sega. 7. August 93. Ich zoome mal drauf. Ich wollte mal gucken. Ne, das schafft sie nicht mehr, oder wie? 7. August 93. Das sind 20 Jahre, ne? Oder 19. So, was haben wir denn hier noch? Ein MCH C000FNA8. Es könnte ein Controller sein, oder ein Prozessor sein. Japan, bestimmt RAM-Geschichte. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Hier oben, aber das könnte RAM sein. Was sind das? 65, 25A, 6BL, FP. Könnte RAM sein, irgendeine Art RAM.
Das hier, das sieht aus wie Videogeschichte. Könnte der Videochip-Controller sein. Das ist der Stromanschluss, der ist schon gebrochen. Ich weiß nicht, ob das Bild scharf ist oder nicht. Ich kann das nicht erkennen. Also für mich sieht das jetzt hier scharf aus, scharf gestellt aus. Also hier ein gebrochener Stromanschluss, das ist der AV-Ausgang, Elkos, Spulen. Könnte das der Videocontroller-Chip-Gedönse sein? Das hier halt könnte Prozessor sein, RAM sein. So, der Cartridge-Slot. Hier ist irgendein könnte eventuell ein Spannungsregler sein. Ich kann jetzt aber nicht erkennen, was für eine. Kann man dieses Dings rausnehmen? Nee, das ist fest. IC12. Das scheint ein Gleichrichter zu sein. Könnte ein Gleichrichter sein. An der Ecke hier. Es könnte ein Gleichrichter sein. Weiß ich nicht. Ich sehe hier keine Dioden, die gleich richten. Hier hinten sehe ich eine Diode. Da ist eine Diode, da ist eine Diode. Aber ob das jetzt ein Gleichrichter ist, glaube ich nicht. Haben wir hier noch zwei IC-Gedönse, weiß ich nicht. HM5341ZP-12 Malaysia 9303, das scheint von 93 zu sein. Was haben die hier? Haben die hier auch einen Datumscode? Kann ich nicht sagen. 2293, das könnte auch 93 sein. Könnte auch ein 93er Jahrgang sein. Dann haben wir hier noch, ich hoffe die Kamera stellt das scharf, ein komisches IC Packages Gedönse Kram. Ich weiß nicht, was das ist. Kondensatoren mit, ich will das jetzt nicht anpacken, keine Ahnung, was genau das sein könnte. Oder war das vielleicht auch ein Quarz? Weiß ich nicht. Hier ist jedenfalls ein Quarz drauf mit 53 MHz. Hier steht auch ein Sega drauf. Hier ist noch ein IC. Da ist noch ein IC. Das könnte auch RAM sein. Das ist der Startknopf, Startbutton. Eine rote LED. Und dann kommen wir hier noch zu einem IC, da steht Sega drauf, 315-5660 FC1004-16, also 9316, das könnte 16. Woche 93 sein. Weiß ich nicht, was das ist, vielleicht ein, ja, das ist ein Custom Chip, das ist von Sega irgendwie, weiß ich nicht, wer das macht. Powerknopf an der Ecke hier. Hier sind auch noch irgendwie ICs und Elkos. Aber ja, wenn es einen AC-Eingang hat, ist das da hinten ein Gleichrichter. Das ist ein Voltage-Converter. Ich denke mal 5 Volt. Oder 12 Volt. Ich denke mal 9 Volt AC geht hier rein in die Kiste. Ich sehe jetzt aber nichts, was jetzt irgendwie großartig schlimm aussehen würde, als wenn hier irgendwas abgeraucht wäre oder was. Die LED hier ist ein bisschen verbögt. So, und wo ging die Schraube hin, die ich unten gesehen habe? An die Ecke da unter. Ist das noch reingeschraubt?
Wissens an den beiden. Angeschrauben sehe ich nicht. Staubiger, das ist es. Hier sind noch drei Schrauben. Aber die komme ich nicht ran. Ich glaube, das ist da noch angeschraubt. Wo habe ich jetzt den Schraubendreher? Da. Schrauben die mal raus, das sind sehr lange Schrauben. Die Schraube geht da rein, die hat gar keine Bewandtnis. So, von unten. Ja, wenn ich mir das so angucke, ist das ein Gleichrichter. Und das. Ups. Ungeregelt hier hin. Also on, off, genau, ja. Dann geht das wieder zurück auf den. Ja, ich schätze mal, das ist ein 5-Volt-Regler. Ich guck mal im Netz, was ich finden kann an Spannung. Aber von unten sieht es auch relativ okay aus. Sauber zumindest. Nichts Großartiges zu sehen. Sega 1993. So. Werde ich denn sauber machen? Das heißt, ja, mache ich das jetzt mit Wasser oder mache ich das nur mit einem Pinsel? Nee. Das mache ich mit Heißwasser. Heißwasser, ein bisschen Seifenwasser. Dann wird sie sauber. Das passt schon. Und hier, was der Slot zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Wie ist denn der angebunden? Also ein Teil geht hier oben mit drauf und ein Teil geht auf den mit drauf, der Slot. Jo, das wär's. Ja. Werde ich reinigen. Elgos, weiß ich noch nicht, ob ich die mal alle ablöte und dann mal nachmesse. Und gegebenenfalls tauschen. Ich muss hier jetzt da nicht mehr rein. Und auch hier hinten mit dem AV-Out, da muss ich erstmal das Pinout nochmal raussuchen und mal schauen, ob ich da vielleicht, also wenn da ein Stück rausgebrochen wäre, oder? Nee. Ob ich da ein Kabel, ein Stecker oder irgendwas für finde. Weil wenn da ein RGB rauskommt, ist zumindest für SCART ja interessant. Und der Mod für HDMI, ja, der könnte sogar Platz da drin haben. Das muss ich dann mal schauen. Aber ich baue die jetzt erstmal wieder zusammen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, das habe ich gefunden. Und wo habe ich jetzt den Ding hingeräumt? Naja, ich baue es erstmal zusammen. Ja, so, nun habe ich sie wieder erstmal zusammen. Soll erstmal so bleiben.
kümmere ich mich später mal drum. Ich muss erstmal Sachen besorgen. Dazu gehört auch der Controller. Da muss ich ja ein neues Kabel haben, sonst bringt das ja nichts. Ja, ohne Controller spielen, das ist ja nicht schön. Ich schraub den auch mal auf. So. Ja. Dreckig. Da muss er auch erst reinigen. Hier ist ein Stück Plastik abgebrochen, irgendeine Nase. Das wird hier so ein, ja, ist oxidiert. Ja, ist oxidiert. Ist auch oxidiert. Den muss ich jetzt mal reinigen. Hier ist dieses Steuerkreuz. Da ist so ein, auch so eine Matte unter. So eine Gummimatte mit diesen Pinüppeln. Aber wie das jetzt hier hinhauen soll. Auch wenn ich nach unten drücke. Mit der obere gedrückt, naja, ist egal. Hier ist noch ein IC drauf, ein M74HC, irgendwas, das scheint wohl, ja, weiß ich nicht, Level Shifter oder was sein, oder zu sein, oder irgendwie ein, ja, weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na, 9 Kabel, 9 Pin. Oder erstmal ein neues Kabel besorgen. Um das dann wieder hinzukriegen, dieses Teil, baue ich dann auch mal zusammen, wieder zusammen. Ach, das, auch mal wieder zusammen. Den muss ich ja mehr reparieren. Der andere, den ich da habe, wo ich erst dachte, der wäre auch dafür, aber der hat den anderen Anschluss. Der ist für die SNES, denke ich mal. Aber das muss auch erstmal gereinigt werden. Das Ding hier auch auseinandernehmen, sauber machen. Also Plastik mit heißem Wasser und Seife und so weiter, so gut es geht, erstmal reinigen. Bei der Platine mit Alkohol und so weiter auch reinigen. Muss ich mir noch mal, ich pack mal auf die Amazon, ist das Ding labberig, auf die Amazon Liste eine Flasche Isopropanol, vielleicht mag die mir ja einer zukommen lassen. Muss ich mir nämlich noch mal besorgen, Isopropanol, ich habe nicht mehr viel. Und bin jetzt am überlegen, nehme ich das Kabel von dem Ding hier oder lasse ich das Ding wie es ist und mache das bloß sauber. Wir gucken gleich, wir gucken mal rein. Einmal zeigen, wie das funktionieren soll. Ich weiß, dass diese Dinger hier relativ ungenau waren und nicht so hingehauen haben, wie sie sollten. Der Schraubendreher taucht nichts. Wo habe ich den anderen jetzt gelassen? So, hier steht noch was drauf, wahrscheinlich von dem Spiel, wofür die ist. Hier steht Liesel NV
Forcers. Steht da drauf. Kann man das erkennen? Ich hoffe. Ist das schon wieder ein anderes Licht hier? Was ist denn das jetzt hier? Ich hab doch extra... Nee. Extra so gemacht, dass das passt. Ich will es nicht kaputt machen. So Plastiklinsen drinne. Und hier sind so zwei Dioden drinne. Also, oh, hier sind die verrostet. Da sind die Schrauben. Ich zoom mal drauf. Oh, ein Ticken zurück. Da ist eine LED. Die scheint hier für irgendwas zu sein. Für die Beleuchtung an der Seite. Das geht so durch. Da sind hier so Dings. Wahrscheinlich ist das eine Beleuchtung da an der Seite. Das andere hier, das ist, glaube ich, eine Fotodiode. Oder Infrarot oder irgendwas. Und da sitzt so eine Plastiklinse vor. Und ich glaube, das funktioniert nicht auf LCD-Bildschirm, sondern nur auf CRT. Ist ja nicht viel dran hier an dem. Das sind die LEDs, der Taster hier, der Schalter. Ja. Also ist auch nur eine Sache hier wo das Licht durchgeht. Ach, Kamera. Ja, es ist nur eine Sache, wo das mit dem Licht ist. Und ich glaube, das funktionierte nur mit CRT-Monitoren oder Bildschirmen oder Fernsehern, sagen wir es mal so. Solch diese Dinger. Und nicht mit LCD. LCD, glaube ich, ging nicht, weil das von der Helligkeit, Intensität, Farbe, irgendwie Zusammenhang, weiß ich nicht. Ich glaube, auf den Bildschirm, ich weiß nicht, ob der LCD das macht, wo du denn drücken kannst, wo du schießen kannst, in dem Sinne mit den Dingern, da ist so ein kleines weißes Feld. Oder das kommt nicht mal sichtbar, das sieht man nicht. Das muss man mit einer so sehr hohen Framerate dann irgendwie mal abfilmen. Da gibt es ein Video, wie die Dinger funktionieren. Wenn ich das finde, verlinke ich es. Aber ich meine, mit LCD funktioniert das nicht, weil die nicht in dem Sinne die Helligkeit bieten. Aber es war eben auch das Ding, dass die Dinger hier selbst mit dem Fernseher nicht auf allen Fernsehern irgendwie gut hinhauten. Die hatten dermaßen Probleme. Ich weiß noch, wie ich mit den Dingern davor gesessen habe. Vom Fernseher. Das war aber ein anderes Spiel. Das war auch ein anderes Ding hier. Und geflucht habe bis und geht nicht mehr, weil das nicht hinhaute. Dann hat man das Ding bald gegen den Bildschirm gehalten. Dann hat das so halbwegs hingehauen. Und ach, das war alles nicht so das Wahre. Ich glaube, Monochrom, also Schwarz-Weiß, geht besser als Farbe. Und ich will mich da nicht festlegen. Wenn da einer noch mehr drüber weiß, der kann da ja gerne was drüber schreiben oder sagen. Aber soweit ich weiß, fehlt mir jetzt hier schon wieder eine Schraube. Ja, wenn ich sie finde, finde ich sie, wenn nicht, dann nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Kabel davon nehme oder ein neues nehme. Aber diese Pistolendinger da, das hat mich damals schon genervt, das haute mich hin, die Spiele habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Ja, aber das war es jetzt über
Das war es jetzt aber über die Kiste hier. Erstmal, vorerst, wollte ich mal zeigen. Sega Mega Drive 2. Das waren unsere Konsolen damals in unserer Kindheit. Eure Kindheit heutzutage, wenn da noch Generation 2000, 2010 zuguckt. Eure Generation weiß auch gar nicht mehr, was das war. Was wir damals alles gehabt haben. Und uns hat das gereicht. Da haben wir Stunden dran gesessen. Da haben wir mit Kumpels uns verabredet und mitgespielt. Da gab es nicht mit über Internet mehr Player. Man sitzt alleine und spielt mit dem Kumpel, der weiß ich, 500 Kilometer weiter sitzt irgendwo. Da mussten wir mit den unsere Freunde zu uns nach Hause einladen und dann haben wir vor die Flimmerkisten gesessen und haben gespielt. Das ist ja heutzutage alles nicht mehr. Heute geht das ja nur noch alles über Internet. Mehrspielermodus. Über Server irgendwas. Das gab es bei uns alles nicht. Da hat man sich noch selber, da hat man sich noch real getroffen, noch real unterhalten und dann hat man gespielt. So. Das ist aber nur die eine. Wenn mein Vater das noch findet, wir haben noch eine andere Sega gehabt, das war die große, breite, eckige irgendwie, aber ich glaube, da hatten wir gar kein Spiel zu. Mit dem Spiel Miracle, wie auch immer, irgendwie drauf. Das hat man gespielt. Oder eben die NES. Oh, mit der NES, oh, was habe ich da Stunden verbracht damals, oh. Und das waren wirklich noch unsere Spiele, die so rauskamen, die man so reingesteckt hat. Und dann hat man gespielt. Und wenn man anderes wollte, steckte man eine andere rein. Nichts mit Festplatte und CDs und Sticks und sonstigen Krimskrams wie heutzutage oder nur noch online irgendwas. Nein, das war noch was Physisches. Unser Spiel konnte man in die Hand nehmen und da reinstecken. Und dann hat man das Problem gehabt, das wollte ich nicht. Und dann hat man da reingepustet und in die Kassetten gepustet und mit Taschentüchern versucht. Und das ging alles dann auch nicht. Oder es ging doch. Ja, die Zeiten, das sind schöne Zeiten gewesen. Kann man mit mir zu sagen. Ich bin jetzt schon ein ganzes Ende alt. Trotzdem, sowas hier möchte ich nicht missen. Also ich erinnere mich gerne an die Zeiten, wo man an diesen Dingen gesessen hat. Und es war nicht alles schlecht damals. War es einfach nicht. Gab es einfach nicht. Ne? Früher war auch nicht alles besser, aber vieles war sehr viel besser als heutzutage. Ganz ehrlich, muss ich so sagen. Vieles, was es damals gab, war doch besser, als es heutzutage existiert. Ja gut, aber das ist der Wandel der Zeit. Da kann man sagen, was man will. Da kommt auf alle Fälle noch was drüber, wenn ich das Ding dann soweit gereinigt habe, fertig habe. Spannungsmäßig muss ich gucken, ob ich sie umbaue auf DC-Eingang, weil AC-Eingang, das ist heutzutage nicht mehr wirklich möglich, da noch was Passendes zu finden. Eventuell auch mit Step-Up oder Step-Down oder sonst was Regler drinne. Irgendwie muss man das ja noch irgendwie modifizieren und dann halt die Modifikation. HDMI-Ausgang. Eventuell. Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal genau anschauen und nochmal schlau machen. Aber da kommt auf alle Fälle noch was. Den Controller werde ich noch reparieren. Und dann werden wir mal eine Runde spielen, wenn das Spiel noch hinhaut. Wenn die Konsole an sich noch hinhaut. Ich hoffe es. Ich habe nicht so viel Ahnung darüber, was man da an Troubleshooting machen muss. Also an Fehlersuche. Wo man gucken muss, ob es da überhaupt ein Service-Heft zugibt oder Service-Dings oder irgendwelche Schaltpläne oder sonst was. Muss man mal schauen, aber sonst sieht sie eigentlich noch relativ gut aus. Es ist nichts gebrochen. Ja, sie hat Kratzer hier. Es ist eine fette, naja, Delle-Loch,
ein Loch nicht ganz, aber das Plastik kaputt. Aber was die Dinger heutzutage auch gehandelt werden, ne? Also ich bin froh, dass ich die Dinger noch habe. Oder zumindest das Ding noch habe. Die NES, die existiert. Wir haben sie bloß nicht finden können. Ich und ich hoffe, wir finden sie noch wieder. Und dass sie nicht schon doch weg ist. Also die NES möchte ich auf alle Fälle wieder haben. Das war die erste Spielekonsole, die ich in meinem Leben hatte. Und die möchte ich gerne wieder haben. Die Controller habe ich auch noch dafür. Ich habe noch zwei Controller liegen. Ich habe zweimal, ich weiß gar nicht warum, zweimal den 4-Player-Adapter für die NES haben wir auch da. Habe ich auch da. Aber das kommt dann später in einem anderen Video. Das hier ist schon wieder sehr lang geworden. Aber so ist das eben. Unsere Kindheit in, ja, kann man schon fast sagen, Videorekorderschachteln. Videokassettenschachteln, aber die haben wir damals so gekauft. Leider ist nicht mehr alles vorhanden. Buch dazu, was hier eigentlich drin ist. War auch versiegelt. Die Dinge haben wir aber auch wirklich untereinander hin und her getauscht. Gibt's ja eigentlich, hatte ich die eigentlich. Manchmal hat man es gemacht, manchmal nicht. Nee. Name steht nicht drauf. Manchmal hat man es gemacht, dass man weiß, zu wem die gehört. Das war noch damals eben die Ehre, wenn man sich was ausgeliehen hat oder umgetauscht hat, dass man das auch wieder zurückkriegt. Oder man hat es wirklich umgetauscht. Man hat gesagt, darfst du behalten, dafür behalte ich dein anderes Spiel oder wie auch immer. Aber man hat die wegverliehen und hat sie auch wieder zurückgekriegt. Das war damals noch Ehre gewesen. Da gab es sehr viel Ärger und Zoff, wenn das nicht so war, wenn man die Dinger nicht zurückgekriegt hat. Da gab es dann noch richtig Klassenkloppe und alles. Da haben noch die Leute zusammengehalten. Ja gut, ich will nicht so viel erzählen, aber ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video, was wahrscheinlich noch das mit der Fotodiode werden wird. Ich habe sie schon liegen. Ich habe auch schon was ausprobiert, aber mit dem Ergebnis bin ich noch nicht zufrieden. Ich muss dann auch weiter probieren und testen und tun und machen. Ich muss mal schauen. Gut, dann bye bye.